Guten Morgen, hier ist der Olli von Ollis Lottwelt. Ich wollte gestern die Liste schreiben. Einen Moment, mach Sitz, Rocky, Sitz. So ist gut, mach Platz. Und bleiben, schön bleiben, keinen Müll anstellen. So, also nochmal, Entschuldigung. Ich wollte gestern die Liste schreiben, das Problem ist, da gibt es Foto-Ads-Teile und das und sel. Für Anfänger sagt das nicht viel, deswegen zeige ich das Zeug, was ihr braucht, dann ist es ein bisschen einfacher. Wir fangen an mit Karo und den dazugehörigen Teilen. Scheiben, Fahrerinlay, das war's eigentlich. Scheiben, Fahrerinlay. Das hier ist der Ford Capri, wundert euch nicht, ich habe den mal bekommen, habe den dann ausgedremelt und habe ihn liegen lassen. Aber, wo ist? Wir werden, weil ich zeige es ja vom Ausdrehen bis zum Auto, wir werden den hier nehmen. Das ist auch GFK, ist fast gleiche Größe. Dann seht ihr, wie man ausdrehen, was man dazu benötigt etc. Wir fangen jetzt an mit, was benötigt ihr, um das Slotcar zu bauen. Also dieses Material für das Slotcar. Also Karo, Scheiben und Teile. Dann ein Chassis. Ich sage euch gleich, wo ihr alles herbekommt. Chassis. Dann benötigt ihr einen Decoy-Bogen, klar, da habe ich den hier von TaylorMade, bin mal gespannt, wie der sich verarbeiten lässt, vor allem, weil das so große, großflächige Decoys sind. Dann benötigt ihr Foto-Ads-Teile, hier habe ich einmal Foto-Ads-Teile für den Ford an sich, was bedeutet, ich habe Motorhaubenverschlüsse, Abschleppösen, Scheibenwischer, die sind aus Gummi, das sind die Kofferraumhalter oder Spanner. Dann habe ich noch ein zusätzliches, ich habe immer so zusätzliche Bögen da für die Gurte, das sind die Gurtschnallen. Hier sind die Gurtschnallen drauf. Genau, die braucht ihr. Dann benötigt ihr einen 3D-Fahrer, also einen Fahrer mit extra Kopf. Das habe ich jetzt, also ich habe mein Lager aufgefüllt und alles bestellt, aber es dauert ein bisschen, bis alles da ist. Deswegen habe ich keinen separaten mehr. Das sieht dann ungefähr so aus. Also der Fahrer ist separat, das ist jetzt schon draufgeklebt. Der Fahrer ist separat und der Rennsitz ist separat. So, den braucht ihr. Dann benötigt ihr diverse Details. Also diverse Details, das ist so ein Ding. Ich habe hier Tachos, das sind Tachonadeln, Temperatur, Tacho, alles drin. Dann habe ich hier diverse Scheiben, Scheinwerfergläser. Die gibt es auch für hinten zum Selbstkleben. Dann habe ich Auspuffattrappen, dann nehme ich Adernhülsen. Was brauchen wir denn noch? Ja, ich habe Klebeband für den Gurt, den ersetzt man mit Klebeband. Was brauchen wir noch? Ich habe diverse Kabel und Decoys für innen. Beim DSC geht es um Originalität, so nah wie möglich am Original. Man kann innen natürlich auch ein bisschen aufhübschen, warum auch nicht. So, jetzt lasst mich kurz. Genau, dann braucht ihr noch Achsen. Und, das zeige ich euch jetzt auch, einen Moment, dann braucht ihr Achsen und Räder und Felgen, in dem Fall haben wir hier PU-Reifen, das sind PU-Reifen, die sind schon, das sind die ersten, oder was sind die ersten, ich verklebe da immer ein paar und wenn ich sie brauche, schleife sie mir, Felgen und PU braucht ihr, so. Jetzt fangen wir an, wo bekommt ihr das Zeug, damit ihr da vorbereitet seid und dann kommen wir noch aufs Werkzeug kurz zu sprechen. Also, ihr bekommt DSC, Fahrzeuge und Details und Ex-Teile und so bekommt man entweder beim Werk, also Slot Racing Werk heißt es, Slot Racing Werk, da bediene ich mich sehr gern, da habe ich auch dieses Chassis her, das ist echt top. Dann gibt es Jens Scale Racing, die der Jens auch sehr gut, hat sehr vieles da. Das heißt, wenn ihr bei ihm die Karosse kauft, hat er meistens das komplette Theater für die Karosse da. genauso mit Achsen, Felgen und Reifen. Eigentlich bekommt ihr die, was DSC angeht. Finde ich jetzt persönlich, ist das Werk und ist der Jens so die Adressen. Also Slot Racing Werk und Jens Scale Racing. Mario Kreim vielleicht noch, weiß ich noch nicht genau. Also ich habe da noch nichts bestellt, muss das mal machen, damit man das auch sieht. Aber wie gesagt, ihr bekommt die meisten Sachen oder alle für die DSC eigentlich entweder beim Werk oder beim
der Jens. Wenn ihr mal was nicht bekommt, dann könnt ihr das mischen. Das heißt, ihr bekommt es beim Berg und das beim Jens. Dann habt ihr das auch zusammen. So, okay, das sind die Details. Das ist das, das Fahrwerk. Ja, das Fahrwerk. Ich habe da einfach eingegeben, Klasse 1 DSC, dann kam das, oder habe die Maße herausgesucht. Ich habe das schon mal bei einem Jaguar gehabt, dieses Fahrwerk. Das läuft einfach top. Ich weiß auch nicht warum, es läuft einfach top. Keine Ahnung. So, also, nochmal ganz kurz. Ihr braucht Karo und Teile dazu. Ihr braucht einen 3D-Fahrer mit Rennsitz. Ihr braucht diverse Foto-Ads-Teile. Ihr braucht Decals, ihr braucht ein Chassis, ihr braucht PU-Reifen und Felgen und Achsen, natürlich das ganze Chassis, das muss ich jetzt nicht wiederholen. Ja, genau, dann fangen wir mal an ein bisschen zum Material. Bei GFK oder Resine arbeite ich immer damit, immer. Ich fange gar nicht an, erst eine normale Grundierung drauf zu machen. Das sind so die Erfahrungen, die ich mit GFK und Resine habe. Da habe ich mir diese hier gekauft, Filler Haftgrund. Bombig, wie man auch sieht, das ist das erste Ergebnis, das ist leicht drüber genebelt. Jetzt fahre ich die Kanten, das zeige ich euch alles aber noch, das zeige ich euch noch. Aber ihr seht, das Ergebnis ist top mit dieser Filler-Haftgrundgeschichte. Es tut auch kleine Macken vom GFK oder Resine wegmachen. Das ist sehr wichtig, die Grundierung würde ich euch empfehlen. Ja, die empfehle ich euch. Dann braucht ihr einen Dremel. Ich habe einen Akku-Dremel. Mit verschiedenen Aufsätzen. Ich zeige euch jetzt die Aufsätze, worauf es ankommt, damit ihr die auch habt. Die machen es, also das wurde mir auch so beigebracht. Deswegen behalte ich so bei, weil das läuft damit am besten. Ich habe zum Ausdremeln habe ich diesen. Da ist so ein Gummi drauf und dann stülpt man diese Schleifhülse. Einen Moment, ich muss schon eine Schleifhülse holen. So, dann stülpt man die Schleifhülse einfach drüber, macht die Schraube fest. Das ist der erste. Und dann habe ich noch... Ich muss noch meine Pinzette nehmen. Der liegt nämlich da gut drin. Und dann habe ich noch diesen hier. Also ich habe 1000 verschiedene, aber diese zwei nutze ich. Das ist ein ganz, ich glaube, 0,75 mm Fräser. Den benutze ich gerade, wenn ich zum Beispiel da drin was machen muss oder so. Also auf jeden Fall... Wichtig ist diese zwei Dinge für die Dremel. So, was gibt es noch zu beachten? Eigentlich nichts. Das war's erstmal. So seid ihr vorbereitet. Ja, ihr seht hier noch andere Chassis. Das ist das, was ich mit der DTM gerade alles vorbereite. Ja, so. Lasst mich kurz überlegen. Habe ich alles, was man braucht? Nochmal, Karo und Teile dazu. Chassis und Teile dazu. PU-Reifen bei DSC, PU, ganz wichtig. Dann brauchen wir Foto-Ads-Teile, die sehen so aus. Da könnt ihr spezifisch nach Ford Capri suchen oder im Endeffekt, wartet, DSC 1 Bogen. Den holt ihr euch zweimal. Und dann diese Mod. Aber wie gesagt, es gibt beim Berg oder beim Dieter Jens, gibt es meistens alles zum Auto. So, dann braucht ihr Decals. Und das war's. Das wird nicht mehr. Das bleibt eigentlich immer gleich. Wie gesagt, bei der DSC ist das Problem halt die Details. Jetzt muss ich mal schauen. Und wie gesagt, die Details, das kann ich euch schlecht erklären. Also gekauft habe ich natürlich... Komm schon. Gekauft habe ich natürlich hier alles beim Jens Gale Racing, muss ich sagen. Diese Details, die bekommt man beim Jens Gale Racing. Diese ganzen Lampen und Sachen und überhaupt... So, das zeige ich euch aber beim Bau. Ich kann da jetzt nicht sagen, man braucht das. Die Kabel, Motor, also Motor-Attrappenkabel oder Attrappen-Motorkabel, wie man es immer nennen will, kriegt man dort auch. So, dann war es das jetzt. Am 16. Mai geht's los. Ich freue mich, muss ich zugeben. Es wird ein bisschen, also es wird lang, weil DSC ist nicht so... Ich sage jetzt mal einfach zu bauen oder doch schon. Ihr werdet sehen, fertig aus. Ihr werdet sehen. Man muss ein bisschen die Liebe mitbringen und dann ist das völlig okay. Also, jetzt wünsche ich euch einen schönen Morgen und wir sehen und hören uns. Euer Olli von Olli's Lottwelt.